Moin, moin, liebe Hamburger Freunde, Bekannte, hier ist der Boxcoach Olaf und heute ist Montag, der 22. Februar 2021. Es ist wieder soweit, wir sind pünktlich auf der Plattform und wir haben zurzeit Sommertemperaturen, mehr geht nicht, ist doch ein Wahnsinn. 18 Grad heute, gestern schon so toll und die ganze Woche soll so bleiben. Das wird mega. Dann einmal nachträgliche Glückwünsche an unseren Boxsportler Miki. Du hattest Geburtstag. Susanne und ich wünschen dir alles Liebe und Gute nachträglich. Miki habe ich kennengelernt in der Rocky-Zeit für Stage Entertainment. Dort hat er mit in der Cast gearbeitet und seitdem sind wir ganz eng verbunden und toll, dass du so lange durchhältst und immer fleißig dabei bist. Ich liebe dich. Und dann haben wir noch eine ganz tolle Person, die hat heute Geburtstag. Das ist unsere Andrea. Das ist die Schulleiterin von unserem Ganztag, wo Boxschool die Notbetreuung zurzeit macht. Und Andrea, liebe Grüße vom Boxschool und natürlich auch von Susanne und mir zum Geburtstag. Und lass dich feiern und entspannt. Super. Das einmal ganz kurz. Ich muss einmal hier bei Facebook was gucken. Nicht böse sein. Ich sehe jetzt gleich ganz komisch aus. Aber irgendwas ist hier... verstanden habe ich, ne? Habe ich verstanden. Gut, geht gleich weiter. Wir haben nur was gefragt, jetzt habe ich das kurz beantwortet. Gut, dann habe ich euch berichtet am Freitag, dass ich ja als Model immer unterwegs war. Und da haben ja alle gelacht und haben gedacht, der hat doch einen Knall. Okay, den Knall habe ich, aber es ist tatsächlich so. Ich zeige euch mal was. Dieses schöne Teil hier, der Boxring, den hat damals... unsere Familie Kraszewski, unser Karate-Trainer, der Jan, mir gebaut mit seinem Bruder zum 50. Geburtstag. Und wenn ihr das sehen könnt, hier ist einmal der gut aussehende junge Box-Olaf. Da war ich knapp 18, 19 Jahre jung. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Foto ist entstanden für ein Plakat, für eine Kinowerbung. Da habt ihr nicht mit gerechnet, wa? Und das hier ist der Boxcoach Olaf. Da bin ich gerade 50 geworden und dieses Foto ist entstanden, weil ich einfach gut aussehe. Also von daher ist doch alles super. Also ganz kurz, mehr geht nicht, Boxcoach Olaf, Model Olli. Gut, dann haben wir es erstmal hinter uns und jetzt geht es weiter. Ich packe das mal weg. Super, kurz für die Begrüßung, wer ist alles da? Martina, schön, Ingo, Katrin, Frank, Kolja, Manuel, Hanna, Thorsten und Christine. Ich sag nur, alles richtig gemacht. Macht mit. Heute gibt es von Move hier GEMA-freie Latin Power. Mehr geht nicht. Bei dem tollen Wetter. Latin? Also ich sage jetzt mal Latin Fieber. Fieber. Ist doch egal, wie das heißt. Also ich sage jetzt einfach mal latinische Mega-Musik. Also macht mit und ab geht das. Erstmal schön locker auf der Stelle bewegen und die Beine so ein bisschen auslockern und die Beine immer dran denken und dann wird gesagt, wegschmeißen. Schön locker, zack. Sehr gut. Wenn ihr das könnt, könnt ihr eigentlich schon fast boxen. Locker twisten. Und wenn man links mal geht und links unter mal unten und den Kreuz lässt. Hammer! Das ist kein Boxtraining, das ist Latein. Hammer! Und locker twisten, sehr schön! Kennt ihr das gesehen? Locker laufen! Echt bewegt die Schulter an die Rippen! Beide Schultern an die Rippen! Hände an die Schulter, Ellbogen vorwärts kreisen. Wahrscheinlich sind gar nicht viele Leute da, weil die noch auf dem Spielplatz rein und die tolle Luft und die Wärme genießt. Wechsel!
zehn Jahre locker. Bitte wieder seitlich. Meine Freunde, lang Schoßen, locker, locker, nicht in die Längsstoßen, lang. Sehr gut, aufwärts. Und die Arme wieder seitlich mit, locker. Ihr wollt schön warm sein. Locker. Im Wechsel streckt den Ellbogen zusammen. Locker. Sehr gut. Nur die Ellbogen. Ja, locker. Zack. Zack. Oberhalb der Brust. Arme strecken und lang, vorsichtig. Denk an die Kinder, denk an die Nachbarn, denk an die Partner. Nicht nur ins Gesicht schlagen. Und locker weiterlaufen, schön entspannt. Und nur die linke, alle Grundschläge, aufwärts, seitwärts, gerade, auf, seit, gerade. Schön die Deckung umlassen. Sehr gut. Schön locker laufen, Luft holen, atmen, nicht vergessen. Wechsel! Rechte, aufwärts, seitwärts, gerade! Und die Arme vorne strecken, locker, locker. Dann nicht schwitzen. Okay. Schwitzt ihr schon mal ein bisschen? Rechts vor, links zurück. Thank you.
links, rechts, aufwärts, seitwärts, gerade. Micky, bist du da? Du wolltest heute mitmachen? Oder liegst du nur am Server nach deinem vollen Geburtstag? Arme vorne in der Zieh. Wo hast du den Bahn? Sehr gut. Rechts vor links zurück. Locker kreisen. Locker, locker laufen. Und nochmal wechseln. Links vor rechts zurück. Locker twisten. Wir bleiben einfach nur stehen und locker links, rechts, beide, locker im Beat, rübergehen, locker, in die Beine, zack. Wir stellen uns vor, der Schlag wird uns treffen, nach vorne kommen, gehen wir rechts rüber oder links rüber, je nachdem, zack, zack. Erstmal nur beide, mach auf Spannung. Spiel nicht durchdrücken, locker Federn. Zack, zack, sehr gut. Holz am Jochbein. Und jetzt ist es eine Ballbewegung, eine Deckung. Rüber und links. Rüber, rüber, zack. Zack. Sehr gut. Sehr gut, dann rücken. Schön weiter. Nur jetzt links rüber, Achtung. Und links. Und locker. Zack. Zack. Erstmal langsam, komm. Zack. Und schneller. Hup. Zack. 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 Sehr gut. Nur auf den Oberschenkel. Locker. Belastet jetzt noch mit dem Oberschenkel. Aber ihr seht es ein bisschen lieber. Oha. Espanol. Sehr gut, der Bube. Und rechts Block. Hup. Hup. Zack. Zack. Señorita Susana! Bitte rettos! Sehr gut, komm, und jetzt sind wir beweglich. Hup! Hup! Check! Check! Meinen! Und blocken! Hup! Hup! Sanabel, nach links! Und wenn wir hochkommen, schlagen wir links mit. Hopp, zack, hopp, zack, hopp, zack. Das ist nicht ohne. Zack, hopp, zack, hopp. Ihr werdet warm. Haut ihr euch auf. Gerade geschlagen. Locken. Oberschenkel. Und locken. Gizi, schön, Vito, Marc, Michael, ich liebe euch, super, dass ihr da seid, ich brauche euch. Und wir gehen wieder schulterbreit, links, rechts über meiden, meiden, schön rübergehen, sehr gut. Schön, der Schlag kommt, wir gehen links über rechts über, schön locker, sehr gut. Achtung! Jetzt konzentrieren wir uns auf den rechten Oberschenkel und bleiben stehen. Und erstmal langsam rüber. Rechts, rüber, rechts, rüber, zack, rüber, und hopp, zack, zack, nur rechts rüber. Beiden, hopp, hopp, zack, zack, rüber gehen. Erstmal nur beide. Mit dem Knie nehmen wir die Fußspitze und dann wir sehen in die Muskeln hinein. Hopp, hopp, der kommt dann Moment. Linker Arm, blockt, blockt, hopp, hopp, Rumpf, Spann, hopp, Arbeit. Deckung. Sehr schön, sehr schön.
Aufwärts! Hopp! Hopp! Komm mal weiter! Sehr gut! Letzte Mal gerade! Und entspannen! Und lalalalala! Die Hüfte merkt man schon, wenn man mitmacht, ne? Locker links rum kreisen, selbstständig rechts rum! Und wechsel! Und wieder locker! Wir fangen an mit unseren ersten Liegestütz! Was sagt ihr dazu? So super, oder? Sehr schön! Sehr gut! 10 Stück für uns alle! Habe ich gut rausgehen! 10 schöne, okay? Gemeinsam! Jeder, wie er kann! Der wieder auf den Knie geht, oder? Einmal Hallo sagen. Helmut, Luis, Lorenz, leider zu spät, 10 Liegestütz. Hat er schon gemacht? Oha, dann machen wir ruhig noch 10 schnell mit. Komm, Lorenz, sind wir bereit. Mit Lorenz zusammen, 10 Stück. Und dann mit dem Trainer 10 Stück, also 20. Lorenz, sag mir. Hier bin ich. Also mit Lorenz, geht los. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt mit dem Boxplosch, Olaf. Den Model des Lebens. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Alle aufstehen. Welcome. Für alle, super, ich bin durch. Susanne, du siehst richtig sexy aus. Rot, hier eine Tomate, yeah. Ist der Hammer. Aber nur eins. Lasst es raus. Zack, 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 zack. Und runter, eine Liegestütz. Susanne, nur stehen, statisch. Eine Linie, schnell da, wirklich. Mach sie auch mit. Ich muss nochmal ausschnüpfen, mein Heuschnüpfen. Und das Fach greifen, aktive Pause. Und stehen. Achtung. Mit rechten Arm an die Seite, die Schulterboden stehen lassen. Wieder abwärtschen rechts und links und stehen bleiben. Nicht umdrehen, sondern nach vorne die Schulter. Und stehen. Und abwärtschen, bleib stehen, nicht Pause machen. Rechter Fuß auf. Und zu abwärtschen, wechseln. Stehen bleiben! Stehen bleiben! 10 aktive! Und wie hoch? Wie geschwört! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Rechte Hand bleibt stehen! Die linke ist gut hoch! Und stehen bleiben! Oh, Kinder! Und abwechseln! Wechseln! Und stehen! Das knapp! Abwechseln! 10 Liegestütz! Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einmal Pause. Habt ihr euch verdient? Ich auch. Sehr gut. Vorsichtig hochkommen.
Mir kommt Wasser auf den Kopf. Passiert das euch auch? Sehr schön. Wie sagt man so schön, von nichts kommt nichts, oder? Sehr schön. Wir setzen uns auf den Po. Beine durchbewegen und die Füße versuchen, hochzuziehen. Durchgedrückt halten, wenn es geht. Atmen durch ein und aus. Und dann ziehen wir den Rücken bis in die Gerade. Auf beiden sitzen. Und jetzt bitte ihr Männer vorne ziehen und bleiben stehen. Beine durchdrücken. Atmen aus und bis jetzt tiefer. Und noch einmal den Rücken schön strecken. Gerade. Atmen. Spannen, positiv. Beide Knie ganz ziehen. Rücken schön gerade. Und bleib sitzen. Aufrecht. So, gehen wir noch einmal in Liegestütz, damit wir auch ein Gefühl haben, was es bedeutet, nicht zu trainieren. Denn mit Muskelkater im Training zu sein, bedeutet, wir schaffen das. Herrlich! Gut! In den Schnitz rein und stehen bleiben! Nur stehen bleiben, Bauch stabil! Rücken stabil, wir brauchen gar nicht mehr hin! Nur stehen! Tiefenmuskulatur aushalten! Nicht mit dem Po nach oben oder durchhängen! Rücken gerade, stehen! Hände sind unter der Schulter! Und halten! Sekunden um. Wir machen 2 Minuten. Also 90. Sehr gut. Ich schwitze. Wahnsinn. 60 sind um. 1 Minute noch. Richtig gemacht. Also, jetzt kommt die Susanne. Die hat auch noch was vor. Ich habe extra mit ihr abgesprochen. Ich mache euch richtig schön warm, damit sie euch jetzt richtig schön quälen darf.
Wahnsinn! Toll, dass ihr da seid! Ihr schafft das, immer dran denken, gemeinsam durch den Lockdown. Mehr geht nicht. Ich gebe euch jetzt die Susanne und wir sehen uns gleich wieder. Klasse! Moin, meine Lieben. Oh, Bildschirm ist an. Da sieht man sich auch mal. Wie schön. Ist euch auch so warm? Ich bin doch total angestrengt. Sehr gut. Wenn ihr euch mal so ein bisschen durchbewegt, also die Gelenke alle mal so ein bisschen bewegt, Hände ausschütteln, eben durch den Stütz sind die Handgelenke ja ganz schön beansprucht. Bei mir zumindest, bei euch weiß ich das natürlich nicht, weil ich nicht weiß, wie fit ihr seid gerade. Daher schüttelt sie einfach mal aus. Auch die Finger, wenn sie die Finger angestrengt, vielleicht auch von der Computerarbeit, ich weiß es nicht. Einfach mal so ein bisschen bewegen. Sehr schön. Dann kreist mal, macht eine Faust, aber locker, locker Faust, kreisen. Andere Richtung. Dann mal so die Arme beugen wie beim Bizeps Curl, nur ganz leicht mit dem Gelenk arbeiten, Ellbogengelenk. Sie auffällt, spürt ihr ein bisschen Spannung drin durch die Stütz. In sich drehen mal. Sehr schön. Beim Drehen mal beachten, ob das Bauch oben in der Schulter cool ankommt. Legt mal eine Hand drauf, testet es mal. Kommt die Bewegung in der Schulter cool an? Ist die Schulterkugel frei, also bewegt sie sich komplett frei oder hakt es irgendwo? Prüft das nach, spürt das nach. Sehr schön, andere Seite auch, feste Faust und drehen. Auch hier. Und ist sie gleich, ist es gleich bei den Schultern oder ist in einer ist eine Blockade? Knackt das vielleicht, knibbelt das? Probiert es aus. Kommt ihr weiter oder weniger weit? Nicht bewerten, einfach nur erfühlen. Sehr schön. Also beide mal in sich drehen. Und mit dem nach vorne drehen, nehmt ihr auch eure Schultern wieder nach oben und nach unten. Also ihr bewegt euch vor. Jetzt ist das Bild bei mir weg, Olaf. Bewegt ihr Schulterblätter mit. Sehr schön. Auch hier nicht bewerten, nur erspüren. Wie ist die Bewegung? Angenehm, unangenehm? Super. Klasse. Dann mal so ein bisschen hin und her bewegen. Auch die Liegestütze, die Stützübung ist immer wichtig für den Bauch. Ihr müsst also ganz viel Kraft im Bauch anwenden. Stabilisation aus dem Bauch. Das ist Core-Training, Mitte, Körpermitte. Sehr schön. Und das Becken auch mal nach vorne und nach hinten schieben. Und wenn ihr könnt, nicht nur so machen, sondern auch mal kippen. Kippen aus dem Lendenwirbelbereich, die Bewegung kippen. Genau. Das ist die Musik weg, das ist mein Bild weg. Mein Gott. Nee, das ist weg. Sehr schön. Jetzt gehen wir noch eine Etage tiefer, gehen wir mal zu den Knien. Kreisen die Knie mal, sodass ihr über die Füße kreist. Fühlt mal, bewegt die Füße mal mit. In die Knie. In eine Richtung. Und in die andere Richtung. Dann mal ganz bewusst mal durchtreten, vorsichtig und langsam, sodass ihr ja, so das Knie ganz durchdrückt, so bewusst in die Wade, nach hinten treten. Ferse betonen ruhig ein bisschen, super. Und dann gleich nach vorn beugen, spürt mal, was das mit eurem Fußgelenk macht, beim Spannen. Knackt das gleich, Gelenk ist ab, ne? Abgefallener Fuß. Sehr schön. Und jetzt mal so nach außen und nach innen. Super. Kreisen. Andersherum kreisen. Lasst euch ein bisschen Zeit. Ich jetzt gerade so ein bisschen. Sehr schön. Und schütteln. So über den Händen, dass sie ganz locker sind. Macht das auch mal mit dem Fuß. Stellt euch vor, der hängt gar nicht richtig fest. Der ist ganz locker. Andere Seite. Nur den Fuß, oder nicht die Hand. Macht man automatisch, ne? Man legt den mit.
Geist löst sich nicht so locker wie der andere. Super. Jetzt haben wir uns einmal durchgelockert. Stehen vielleicht das Gute, beobachtet doch mal euren Stand. Jetzt stellt ihr euch mal so schulterbreit, hüftbreit die Füße auf. Versucht das Gewicht gleichmäßig auf die Füße zu verteilen, sodass ihr gut steht, stabil steht. Richtet euch auf, kommt also ein bisschen, gewinnt mal Höhe. Genau, macht euch hübsch. Sehr schön. Zieht den Bauchnabel nach innen, also Papa Mitte. Wir wollen jetzt ein bisschen Stabilität trainieren. Das heißt, wir heben ein Bein mal ab. Bei mir ist es jetzt rechts, sprich ihr seht das links. Also das linke Bein hebt sich ab. Ihr steht auf dem rechten Bein und ihr versucht euch mal lang zu machen. Das merkt ihr schon, dann werdet ihr instabil. Und wenn ihr mal auf euer rechtes Fußgelenk achtet, fühlt doch mal. Muss das sehr viel arbeiten oder ist es ganz easy? Nur beobachten. Achten. Und ihr macht nicht nur liegende Achten hier vorn, sondern ihr nehmt bewusst immer den Fuß mit rein. Das heißt, ihr dreht auch den Fuß im Liegen. Liegende Achten. Entschuldigung, nicht im Liegen. Ihr steht auf dem linken Bein, das muss halten. Das ist gar nicht so einfach. Das rechte Bein meint vor dem Körper liegende Achten und ihr nehmt schön den Fuß mit. Denkt, wenn es hier aufgerichtet ist, ihr fallt nicht zusammen. Aufgerichtet. Bauch ist auf Spannung. Ihr müsst den Bauchnabel nach innen ziehen. Ihr spürt vielleicht eure Hüfte, euren Po. Lasst euch Zeit. Konzentriert euch. Sehr schön. Und lösen. Vergleicht beide Beine. Zu Kasper, leg's nicht ab. Bei meinem Kasperchen hoch, der legt mich ab. So. Standbein ist jetzt links, das rechte Bein ist jetzt das Spielbein. Auch hier wieder Gewicht gleichmäßig verteilen, aufrichten, Bauch fest. Das linke Bein, rechte Bein leicht vorstellen und auch hier liegende Achten und den Fuß bewusst mitnehmen. So dass wirklich die Bewegung auch in der Hüfte ankommt. Also diese Drehbewegung der Acht. Ne? Nicht nur so, sondern den Fuß mitnehmen. Ist gar nicht so einfach, ne? Denkt mal, die Halt kommt aus der Körpermitte. Der Bauch ist fest. Wenn ihr den angespannt habt, kann das Bein so viel zappeln, wie ihr wollt. Ich würde gerne die Kamera drehen, damit man dich mal sieht. Vielleicht nicht nach Hause. Ne. Sehr schön. Schön fester Bauch, immer aufgerichtet bleiben, Nacken lang, guckt in die Ferne. Genau, ihr seht schon, das klappt gar nicht so. Ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Sehr schön. Und lösen. Vielleicht spürt ihr auch schon so ein bisschen Spannung im Oberschenkel oder im Po. Ist auch normal, so gewollt. Und vielleicht spürt ihr auch ein wenig den Bauch. Ist immer nur leicht. Es geht immer um die Haltemuskulatur. Nochmal wechseln. Rechts steht. Links ist in der Luft. Aufrichten. Allein durch das Aufrichten bekommt ihr schon Spannung. Probiert es, fühlt es mal. Ist ganz fest. Sehr schön. Schulter zurück, Kinn, Nacken, alles lang. Wir machen nochmal die liegende Achten und versuchen jetzt mal größer zu werden. Weiter zur Seite raus, weiter rein, rüber. Kleiner Hinweis, das mache ich auch mit meinen 80-Jährigen. Ja, die können das. Je weiter ihr eindrehen könnt, desto besser. Super. Werdet größer in der Bewegung. Spielt mal. Ihr könnt auch mit spielen. Wie weit komme ich denn? Wie weit geht denn das? Okay. Und lösen. Spürt ihr euer Bein vielleicht schon angestrengt? Seiten wechseln. Fuß aufstellen. Kleinen Achten wieder an. Denkt dran, die Fußspitze führt auch mit, führt die Bewegung. Und dann werdet ihr größer. Höher, weiter. Versucht so weit ihr könnt. Probiert euch aus. Wenn ihr den Platz habt, probiert euch aus. Wie weit kommt ihr denn? Seid ihr noch in der Acht? Ja, sehr schön.
noch, seid immer noch mit der Hüftbewegung dabei. Hüftmobilisation, Gleichgewichtssinn, eure Propriorezeptoren an den Fußgelenken müssen arbeiten. Das ist ganz wichtig, ist alles dabei. Sehr schön. Okay. Fühlt man eure Oberschenkel, sind angestrengt ein bisschen? Sehr schön. Ein bisschen auslockern. Stabil stehen. Rechts ist das Standbein, links das Spielbein, aufgerichtet. Bauchnabel nach innen. Kennt ihr ja von mir? Jetzt macht mal vorwärts und rückwärts. Spannung. Ihr habt irgendwie 150 Kilo Säcke Sand in jeder Hand. Hochziehen und fallen lassen. Ganz lange, mit ganz viel Spannung. Hochziehen und fallen lassen. Hochziehen und fallen lassen. Hochziehen. Wenn ihr oben seid, haltet ihr, macht feste Fäuste. Jetzt fangt ihr an zu drehen. Ihr dreht so doll, dass ihr sofort ganz kurz zum Schmerzpunkt seid. Also so
spürt mal die Spannung. Es darf so ein bisschen ziehen, sowohl Wehschmerz. Das heißt, es ist Spannung drin, tut aber noch nicht so richtig weh, aber es ist schon anstrengend. Sehr gut. Dreht mal so fest ihr könnt, wie es euch angenehm ist. Klasse. Handflächen aneinander, Bauch mal. Spannt mal den Bauch und den Po jetzt an, wenn ihr hochgeht. Also zieht mal den Po, Backen nach hinten, also wirklich ankneifen, Bauch kneifen, Hände zusammen und überstrecken. Wir können die Dritte nach hinten. Und nach oben. Hände nach oben ziehen. Atmen. Schütteln wir. Und von mir aus war es das heute. Ich wünsche euch einen schönen Montagabend und Dienstag. Und dann sehen wir uns am Mittwoch. Ich wollte demnächst mit euch noch ein bisschen Stabilisationstraining machen. Dazu bräuchten wir mal ein ganz dickes Handtuch. Oder wenn ihr habt, sogar ein Balance Pad, dickes Handtuch oder eine wackelige Unterlage. Also für Mittwoch oder Freitag, je nachdem, wie viele das haben, ja, meldet euch zurück. Genau. Dankeschön, Susanne. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber bei diesen ganzen Mobilisationen und gerade Streckübungen, mir zieht das im Rücken. Also ich muss sagen, auch durch dich, Susanne, es ist wirklich angenehm. Ich hoffe, es kommt euch genauso gut an, das Ganze so ein bisschen auch zu spüren und zu fühlen. Es soll diese Woche noch weiterhin mega tolles Wetter sein. Also geht an die Luft, genießt es. Wir schaffen das, gemeinsam weiter hier Montag, Mittwoch, Freitag, 18 Uhr zu trainieren. Ich freue mich, euch zu sehen. Ihr seid spitze und wünsche euch natürlich einen schönen Feierabend. Dankeschön, bis dann, tschüss. Ich weiß nicht, warum ich mit dir rede. Du rennst weg und ich stehe doch vor dem, ich stehe auf dem Kronposten. Das ist kacke, was du machst. Du machst mich da zulassen. Sowieso weiß ich, aber das ist scheiße. Schon.